Also wir müssen ganz ehrlich sein, in Deutschland kommen Therapiekonzepte im Vergleich zu anderen Ländern relativ schnell am Patienten an. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft unseres derzeitigen Gesundheitssystems. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Diskussionen, was darf etwas kosten, wie schnell wird es in die Routine eingebracht. Und ich denke, dass die Kommunikation mit den Fachgesellschaften hier an erster Stelle sein muss. Sie darf nicht irgendwie erst zur Nutzenbewertung kommen, sie muss von Anfang an in die Therapiestudien mit eingebaut werden.